Die Idee zum intelligenten Messeverteiler ist tatsächlich genau hier in Frankfurt entstanden. Und zwar auch zusammen mit Claudia. Ja, hier auf der Light in Building 2018. Stellt euch vor, zweiter Messetag, die Lichter gehen aus. Super GAU, das möchte man nicht erleben. Wollen wir auch nicht nochmal erleben. Deswegen haben wir zusammengearbeitet und was ganz Tolles entwickelt. Tatsächlich haben wir uns dem Portfolio der Siemens AG bedient. Wir haben geschaut, welche Möglichkeiten hat eigentlich unser Geschäft, um uns im Messebereich auch zu unterstützen. Und haben viele Kolleginnen und Kollegen gefunden, die mit uns gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet haben, um einen intelligenten Messeverteiler zu erstellen. Natürlich hat sich sehr viel getan. 2018, da ist einiges passiert, unter anderem eine ganze Pandemie. Das hat unsere Bemühungen etwas ausgebremst, hier mit dem Thema Messe voranzukommen. Aber es hat auch viel beschleunigt. Es hat viel beschleunigt im Rahmen der Digitalisierung von Veranstaltungen und Messen. Es hat auch beschleunigt, sich mehr und mehr Gedanken darüber zu machen, wie wir nachhaltiger agieren können, wie wir den Messebau auch nachhaltiger gestalten können. Und hier spielt der intelligente Messeverteiler natürlich eine große Rolle. Wir können Transparenz schaffen. Transparenz über Ströme und Verbrauche, womit wir am Ende des Tages natürlich auch managen können. Durch die Transparenz das Management. Ich kenne die Gesamtverbräuche von Messeauftritten, kann bis zum einzelnen Stromkreis durchmessen und verstehen, wo ich optimieren kann. Ist das eine Exponat besonders verbrauchsintensiv? Ist ein anderes Exponat vielleicht etwas effizienter? Und wie können wir voneinander lernen? Das heißt, gerade in der Skalierung, wenn ganz, ganz viele Messen mit so einem Messeverteiler arbeiten, sehen wir mehr, wo wir sparen können. Prinzipiell macht mir der intelligente Messeverteiler mein Leben als Projektleiterin der Light in Building insofern einfacher, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Ich habe ein ganz tolles neues Produkt, das den Energieverbrauch dieses Standes monitort, das dafür sorgt, dass immer Strom da ist und das auch digital melden kann, wenn irgendwas in den roten Bereich geht. Und somit kann ich ganz entspannt mich meinen anderen Aufgaben widmen, weil ich weiß, der Strom wird funktionieren. Messen an sich sind ja durchaus auch ein Geschäft, das Kosten verursacht. Das heißt, die Effizienz ist ein großes Thema in der Vorbereitung und der Durchführung von Messen. Die Effizienz im Sinne von Kostenmanagement, aber auch im Personalaufwand. Ein intelligenter Messeverteiler, der uns sagt, an welchen Stellen können wir optimieren, ist eine große Hilfe an dieser Stelle. Wir wissen, wo wir Stromverbrauch reduzieren können. Wir wissen, wenn ein Fehler passiert, wo dieser Fehler aufgetreten ist. Und die Fehlersuche wird dadurch natürlich wesentlich schneller und damit auch der Personalaufwand geringer. Vor allem Nachhaltigkeit beginnt mit der Transparenz. Erst wenn ich weiß, wie viel ich verbrauche, kann ich anfangen, damit zu optimieren und das zu managen. Ich sehe jetzt den Gesamtverbrauch eines Messestands. Ich sehe, welche einzelnen Verbraucher wie viel Strom verbrauchen und kann dadurch optimieren. Vielleicht fällt mir auf, dass ich an einer Stelle noch Halogenscheinwerfer einsetze. Hier habe ich natürlich einen höheren Verbrauch, als wenn ich LED-Scheinwerfer einsetze. Das heißt, sehr operativ kann ich im Kleinen wie auch im Großen entsprechend sparen.